Hi Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal Hijab Plus. Heute erwartet dich ein XXL H&M Try On Haul. Und zwar, ich habe zwei Riesenpakete, also von dem hier zweimal von H&M erhalten. Bei dem einen war es zu 80% für meinen Mann. Hier ist alles komplett 100% für mich mit drin. Also alles, was euch interessiert. Ich denke, das, was ich für meinen Mann mitgenommen habe, interessiert euch relativ weniger. Ich muss auch sagen, er hat nur 4 Teile von dem Riesenpaket behalten. Der ist da relativ sparsamer, was Fashion angeht, als ich. Er hat Sachen, die er hat wenig. Er hat so einen kleinen Bereich im Kleiderschrank, obwohl so klein ist er nicht, einen 1 Meter Schrank hat der, so 1 Meter Packschrank von Ikea. Naja, ich merke, ich rede wieder zu viel. Ich werde bei diesem Video so gut wie möglich das Wichtigste nur nennen und nicht zu viel über einen Teil reden, weil sonst wird das zu lange dauern. Ich werde euch weder Preise noch die Farbe nennen. Die Farbe seht ihr ja direkt und die Preise könnt ihr unten in der Infobox einfach nur draufklicken und jeweils reinschauen. Die Preise ändern sich eh immer. Ich habe es manchmal günstiger oder mit dem Rabatt ist es anders. Deswegen schaut immer in der Infobox rein, klickt euch rein, das, was euch gefällt. Ich habe so gut wie möglich versucht, komplett alles aus dem Sale mitzunehmen. Also ganz viele Sachen sind hier reduziert, aber auch einige Sachen, die nicht reduziert sind und ich trotzdem für den Urlaub zum Beispiel haben wollte oder mitgenommen habe. Naja, ich merke, der Intro ist wieder mal zu lang. Direkt mit dem Zweiteiler, den ich heute anhabe. Schaut euch mal, Muster, Farbe, einfach nur genial. Es ist aber ein Stoff, welches man immer wieder bügeln muss, was mich nicht stört, weil ich immer diesen Handsteamer habe tagtäglich. Und ja, die Farbe gefällt mir wirklich sehr. Man könnte es auch mit einem anderen Kopftuch kombinieren, in so einem Beige-Ton oder in einem Armeegrünton wie hier zum Beispiel, würde auch richtig toll aussehen. Hätte ich auch machen sollen. Die Bluse habe ich in der Größe M mitgenommen. Schaut mal, der hat hier so eine kleine Öffnung. Kann man das hier sehen? Gefällt mir. Die Hose habe ich, das sind so richtig tolle Sommerstoffe, muss ich aber auch sagen. Aber blickdicht. Und die Hose habe ich in der Größe S mitgenommen. Ist so eine Schlaghose, eine schöne dünne Schlaghose, die aber meiner Größe nach, also die bei mir aber etwas länger sitzt und ich nur mit Absatzschuhen zum Beispiel kombinieren könnte. In der Größe S habe ich hier diesen Tanktop oder ja, ärmellosen Maxi-Kleid mitgenommen. In diesem Zebra-Muster, gefällt mir sehr. Ich habe auch wirklich extra nach Zebra-Muster Hemd und so gesucht, aber nicht immer gefunden. Wenigstens habe ich jetzt hier so ein Maxi-Kleid, welches ich definitiv mit so einer leichten weiß-beigen Bluse kombinieren werde. So einfach da drüber werfen und ein Gürtel. Voila, habe ich schon eine tolle Kombination. Sandalen, hier diese Römer-Sandalen, nenne ich mal so, habe ich in zwei verschiedenen Farben mitgenommen. Einmal in schwarz. Die werde ich definitiv behalten, weil die extrem bequem sitzen. Und ich finde, die sind auch richtig schön. Von der Sohle her gefällt mir das sehr. Die Farbe schwarz werde ich behalten. Ich mag auch diese ganzen klobigen Schuhe mit Maxi-Kleidern auch sehr. Ich finde diesen Kontrast immer so schön, so schick und sportlich, wisst ihr. Diese Farbe werde ich auch behalten. Ich denke sogar, dass ich mit dem hier mehr kombinieren kann als mit schwarz, weil ich an sich eher hellere Farben anziehe. Denke ich, dass das mir sogar mehr gefällt. Hier habe ich noch so ganz basic, ein Basic-Oberteil, ein Sweatshirt in dieser tollen Grünfarbe. Ja, so viel zum Thema. Ich werde nichts zu den Farben sagen, aber ja, das macht doch schon... Ach, ich hätte heute das kombinieren sollen. Wisst ihr was? Ich ziehe mich jetzt um. So fühle ich mich nämlich wohler. Voilà. Irgendwie fühle ich mich hier so mit mehr Farbe wohler. Okay, ich denke, so sieht es besser aus. Das ist hier einfach so ein etwas kürzerer Sweatshirt, aber schön weit sitzt, weil ich es in der Größe L mitgenommen habe. Ich mag sowas wirklich sehr mit einfach schicken Maxi-Kleidern zu kombinieren oder mit Maxi-Röcken. Also Maxi-Kleider einfach wie Maxi-Röcke zu kombinieren. Wisst ihr, was ich meine? Ich mag es. Ich bin gerade voll im Hype und trage gerne diese Angelhüte, nenne ich mal. Also so ein Angelhut gefällt mir ehrlich gesagt relativ. Den kann ich euch jetzt gerade nicht so zeigen. Dafür muss ich mein Kopftuch nämlich komplett anders binden. Aber ich habe euch ein Bild. Ich zeige euch mal das Bild. Hier habe ich zum Beispiel eins aus ASOS, einen Hut aus ASOS, den ich so kombiniert habe und mir sehr gefallen hat. Für sportliche Tage oder wo man einfach mehr Sonnenschutz braucht, zum Beispiel auch im Urlaub, werde ich den hier mitnehmen. Für mich ist aber wichtig... lacht nicht, wie es gerade aussieht.
schlimm. Also für mich ist aber wichtig bei solchen Hüten, dass mein Kopftuch 1:1 genau diese Farbe hat. Das werde ich jetzt mitnehmen und noch ein Kopftuch suchen, der wirklich 1:1 genau diesen Grünton hat. Dann finde ich das nämlich richtig schön, die Kombination. So nie. Schreib mir mal bitte in den Kommentaren, was du davon hältst. Ob du das auch so schön findest wie ich oder sagst, nee, würde ich nie tragen. In einem tollen lila Ton eine Jeansjacke, die aber nicht zu lang, aber auch nicht zu kurz sitzt. Also ich kann mir das sehr gut mit so einer weiten Jeanshose vorstellen. Boah, die ist echt schön. Und das ist die Größe S, müsst ihr wissen. Und der war im Sale. Da könnt ihr mal reinschauen. Top. Okay, das, was ich euch jetzt zeige, es ist eine absolute Sucht von meiner Seite aus. Ich liebe es. Ich besitze alle Farben davon. Es sind die Trenchcoats. Also Jacken an sich ja, aber Trenchcoat ist eine andere Liebe. Also da kann ich nie widerstehen. Ich habe dieses Mal wieder mehrere Größen mitgenommen, weil ich unbedingt eins davon in der richtigen Größe behalten möchte. Ich habe zwei Farben mitgenommen. Ich muss sagen, farblich top, ja, aber auch vom Stoff her hat es mir unnormal gefallen, dass ich mich jetzt gerade mega freue. Und zwar handelt es sich um diesen Trenchcoat. Den habe ich jeweils in M und S mitgenommen. Ich zeige euch gleich die, direkt getragen. Absolutes Lieblingsteil. Aber noch richtig hübsch, oder? Wow. Wow, wow, wow. Das ist die Größe M. Länge, top, Material, Farbe. Ich liebe es. Ich liebe es definitiv zu 100%. Wie gesagt, absolutes Lieblingsteil. Absolute Empfehlung. Ich hoffe, den haben die noch vorrätig da. Falls ja, solltet ihr euch beeilen. Die Größe S an, hier von dieser Farbe. Und schaut mal, ich muss sagen, ich sehe keinen Unterschied, weder von der Länge noch wie es so sitzt. Ich glaube, ich behalte doch lieber Größe S, wenn man keinen Unterschied sieht, wisst ihr. Aber richtig schön, also ich liebe es. Supi! Eine andere Jacke, die ich mitgenommen habe, ist eher für den Winter, aber ich finde ich vom Schnitt her sehr elegant. Schaut mal. Also hat auch einen ganz, ganz tollen Stoff. Dieses Mal so feste, schön winterlich. Und sieht sehr, finde ich, hochwertig aus. Auch in derselben Länge wie die lilane Jacke. Boah, ich kann mir den im Winter sehr schön vorstellen. Schaut mal. Habe ich in der Größe M mitgenommen. Jacke Nummer 4. Ich sag ja, ich kriege nicht genug davon. Eher so ein Parker, würde ich sagen. Oder, ja, kein Trenchcoat, aber der ist etwas kürzer wieder. Eigentlich das, was ich euch jetzt eben gezeigt habe, das Winterliche sozusagen in Jeans. Jeans beige, auch in derselben Länge, nicht zu lang, nicht zu kurz. Finde ich noch ganz in Ordnung. Habe ich in der Größe M. Blazer, ein ganz, ganz, ganz feiner Blazer. Schaut mal. Mega dünn. 100% für warme, wärmere Tage. In so einem etwas Seidenoptik. Ich glaube, man kann das erkennen. Ja, ich denke schon. Mit einem Knopf. Schaut mal, wie der aussieht. Zeige ich euch mal vom Nahen. Ja, so. So durchsichtig, goldene Details sozusagen. Ist das Gold? Ja, braungold. Habe ich in der Größe M mitgenommen. Ist definitiv so All-Size. Den könnte man sehr schön auch schick kombinieren, aber auch im Alltag. Auch wenn der so Seidenoptik ist, denke ich, dass man den auch schön im Alltag verwenden kann. Ja, so ein Kimono statt Blazer, würde ich sagen. Ich denke, jetzt sind wir bei der letzten Jacke angekommen. Da wusste ich, kann ich mir gut vorstellen, dass sie mir nicht gefallen wird. Aber ich wollte sie unbedingt mal zu Hause haben und versuchen zu kombinieren. Und falls ich sie nicht kombinieren kann, dann werde ich sie zurückschicken. Ich habe es nicht in der Filiale gefunden, sonst hätte ich es in der Filiale schon anprobiert. Aber einige Teile, die ich euch so zeige, ist blöd, dass man die immer mit nach Hause schicken lassen muss. Weil man die einfach in der Filiale nicht findet. Wisst ihr, sonst hätte ich es dort schon. Und zwar
eine Lederjacke, eine kurze Lederjacke. Schaut mal, wirklich eine kurze Lederjacke. Aber ich mochte die Farbe sehr. Es ist aber bestimmt so eine schwere Sache, das zu kombinieren. Mal gucken. Also vegan Leder steht drauf, habe ich eine Größe S mitgenommen. Schaut mal, die Farbe ist richtig schön. Boah, den hier in lang. Dafür hätte ich sogar 100 Euro bezahlt. Also den hier in lang. Falls ihr den irgendwo gesehen habt, könnt ihr mich definitiv anschreiben und mir den Link bitte schicken. Werde ich definitiv behalten. Aber naja, weil er jetzt so kurz ist, muss ich überlegen, mit welchem Rock oder mit welchem Maxi-Kleid ich das kombinieren kann. Wenn ich was finde, werde ich auch den hier behalten. Jetzt zeige ich euch ein paar Hosen, die ich mitgenommen habe. Ich wollte Schlaghosen mal wieder für, testen. Ich habe zu Hause zwei und die habe ich mega gerne. Und ja, dachte mir, ich suche nach anderen Farben, die ich so nicht habe. Und zwar zum Beispiel, oh. Also hier sehe ich direkt, der wird zu eng sitzen und ich kann euch den nicht getragen zeigen, weil so eine Farbe zu eng kann nicht so ideal aussehen mit Kopftuch. Nee, ich sehe jetzt schon, der ist mir zu eng. Welche Größe ist das denn? Dann habe ich eine Größe S mitgenommen. Okay, ich hätte vielleicht M mitnehmen sollen. Okay, der kommt weg. Die zweite Hose ist auch eine Schlaghose, aber die sieht relativ besser aus. Schaut mal. Die habe ich, glaube ich, auch in der Größe M mitgenommen. Ja, also wenn die nicht zu eng sitzt an den Beinen, kann ich euch den getragen zeigen. Falls ich den jetzt hier nicht getragen zeige nebenan, dann wisst ihr Bescheid. Die Hose hat mir wirklich sehr gefallen. Vom Stretch-Anteil top. Und die Länge ist ja etwas länger, aber nicht zu lang, sodass ich die mit etwas Absatzschuhen schön kombinieren könnte. Gefällt mir auch ganz bequem hier am Bund. Würde ich anders kombinieren, aber die Farbe top und Stoff auch sehr schön. Und eine andere beige Hose, beige braun, dieses Mal eher dunkler. Mal gucken, ob das auch eine Schlaghose ist, aber ich glaube schon. Habe ich in der Größe 38 mitgenommen. Die sieht schön aus. Hose Nummer 4, genau. In der Größe 38. In so einem Taubton. Auch eine Schlaghose, die aber hier vorne einen Schlitz hat. Finde ich auch sehr schön. Könnte, wenn sie mir passt, sehr schön aussehen. Aber es sieht so aus, als ob ich nicht da reinpassen werde. Naja, mal schauen. Beim nächsten Mal vielleicht doch lieber 38, 40 mitnehmen. Das letzte Fashion-Teil, dann kommen wir noch zu einigen Accessoires und zwei, drei Home-Teilen. Und mal schauen, was ist das hier? Ah, okay. Ich habe es mitgenommen, weil ich euch zeigen wollte. Ihr fragt mich immer wieder, was ich unter nicht blickdichten, durchsichtigen Maxi-Kleidern Rücken anziehe. Es sind wirklich immer so diese Baumwolle Maxi-Kleider aus H&M, aus Modernisa. Ihr könnt die entweder ärmellose nehmen, manchmal mit Ärmeln nehmen, weil einige Kleider sind die auch hier durchsichtig. Da braucht man auch sowas. Da kann ich euch empfehlen, dass ihr beige mitnimmt. Dann merkt man gar nicht, dass ihr das da drunter anzieht. Das sieht aber auch nicht nach einer Haut aus. Es ist, finde ich, am besten ideal, wenn man es in beige hat oder weiß. Also ich habe immer beige, weiß, schwarz. Das sind die Farben, die ich immer als Innenfutterkleid sozusagen habe und jetzt mir noch eins mitgenommen habe. Das ist der hier, schön Maxi. Der könnte auch sogar etwas enger sitzen. Da könnt ihr eure eigene Größe oder eine kleinere Größe mitnehmen. Es soll ja wirklich nur als Futter dienen, wisst ihr, als Innenkleid. Ja. Das Dümmste, was ich in diesem Video euch zeigen werde, das Unüberdachteste, was ich gekauft habe, sind AirPod-Schmuckteile. Also ich zeige euch das mal vom Nahen. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Die waren so schön günstig, nur 4 Euro. Und ich fand das voll interessant. Schaut mal. Hier genau so. Einfach nur Gold, so eine Spirale kann man an den AirPods dran machen und sieht sehr schön aus. Jetzt kommen wir dazu, warum das so richtig unüberdacht und dumm von mir ist. Kann man meine AirPods sehen, die ich trage? Bitteschön. Nein, das sieht man ja nie. Die sind unter meinem Kopftuch. Wie dumm, bitteschön. Wie ärgerlich. Ledersandalen, schaut mal. Die sind mega leicht, als ob man nichts in der Hand hält.
wirklich extrem schön leicht. Und ich mag das aktuell sehr. Einige würden es Omi-Sandalen nennen. Ja, Sandalen. Aber ich finde sowas mit Maxi-Rücken und Kleidern sehr schön. Ich kann mir das direkt so mit einem schwarzen Maxi-Kleid vorstellen. Es wird einfach sehr schön aussehen. Ich habe so eins in fast gleichem Stil, aber etwas anders, aus Primark genommen, um zu gucken, ob ich das überhaupt kombinieren kann. Der war relativ günstig, 8-7 Euro. Und da ich den jetzt wirklich sehr oft anhatte, der mir aber hier ein bisschen wehgetan hat, habe ich mir den jetzt in qualitativer, hochwertiger und leichter und besser sozusagen aus H&M bestellt. Den werde ich mit in den Urlaub nehmen. Der ist richtig toll. Diesen Gürtel habe ich schon lange im Kopf, aber der war nicht reduziert und da wollte ich nie so viel dafür zahlen. Als ich gesehen habe, dass sie den reduziert haben, habe ich den direkt mitgenommen. Das ist so ein Kordelgürtel-Ding, was man sehr schön, finde ich, mit Blazern, Oversize-Blazern kombinieren kann, aber auch klar mit Maxi-Kleidern, die ein bisschen weiter sitzen. Aber ich werde es höchstwahrscheinlich mit Blazer-Anzügen so kombinieren. Ich habe vollkommen die beiden Pakete vergessen, die separat angekommen sind. Einmal von Another Stories. Ich kann mich gar nicht erinnern, was ich aus H&M von Another Stories mitgenommen habe. Wir gucken. Ah, juhu! Ein Maxi-Kleid in lila. Wow! Ich dachte mir, habe ich das doch nicht bestellt? Und ja, jetzt sehe ich, die haben das separat bestellt, geschickt. Ich wusste gar nicht, dass das von Another Stories ist. Ich dachte einfach, H&M. Der sieht so schön Maxi. Ich hier etwas enttäuscht, steht mir nicht und nicht meins. Also, ich mag die Länge nicht, ehrlich gesagt. Hier, es ist keine Maxi-Länge, es ist auch keine Midi-Länge. So ein Stück ist zu kurz. Und so, dass ich das nicht mit einer Hose gerne kombinieren würde, aber auch nicht ohne, wisst ihr. Das ist so ein Wickelkleid, sieht eigentlich an sich sehr schön aus. Moment, man muss da sich ein bisschen nach mir geben und das schön wickeln und darunter klar nicht sowas zweitlagige Sachen anhaben, sondern nichts. Dann wird das auch schön eng, besser aussehen. Schaut mal hier, so ungefähr, kann ich euch das ungefähr so vorstellen. Aber wie gesagt, die Länge spricht mich null an. Ach, und der ist von Monki, sehe ich gerade. Wie gesagt, man kann aktuell Monki, and Other Stories, Arket, diese ganzen Marken auch bei H&M bestellen. Und wenn man das so unbewusst macht wie ich, dann bekommt man Pakete und man wundert sich. Okay, zwei weitere Schlaghosen. Ich hoffe einfach, dass einer dieser Schlaghosen mir gefällt, sodass ich nicht mehr weiter hinsuchen muss. Schaut mal, die Farbe richtig schön. So ein Blauton in der Größe S. Schade. Und auch wieder in der Größe S braun. Ein Schachbrett habe ich auch mitgenommen. Der sieht ganz edel aus, grün. Ich muss sagen, früher habe ich mega gerne Schach gespielt. Aktuell finde ich aber keinen Partner, der das gerne mit mir spielt. Ja, wollte ich unbedingt mal besitzen. Vielleicht finde ich ja jemanden. Zwei Balkon-Dekos durften auch schon mit. Ich habe angefangen, einiges schon für meinen Balkon zu kaufen, weil ich hauptsächlich weiß, in welchem Stil ich das machen möchte. Aber habe mich noch nicht für ein Balkonmöbel entschieden. Es sind zwei, die mir sehr gefallen haben. Ich wollte das aber auch nicht zwischen Tür und Angel machen. Die Tage hatte ich nicht so genug Zeit und ich wollte überlegen, abmessen und mich zu 100% entscheiden. Deswegen habe ich euch zwar versprochen, dass bald ein Balkon-Makeover kommt, aber das mache ich erst nach meinem Urlaub in Ruhe mit gutem Gewissen, wisst ihr. Ja, Mädels, das war es auch schon von meiner Seite. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Es war ein XXL-Haul. Dementsprechend habe ich ganz viel gesprochen. Ich hoffe, nicht zu viel für deinen Geschmack. Ja, ich werde hier jetzt aufräumen müssen. Ich verabschiede mich bei dir. Vergiss nicht, bei der Verlosung mitzumachen. Die ist noch bis übermorgen gültig. Ich verlinke hier mal das Video, wo du mir noch mitmachen kannst. Am Mittwoch werde ich nämlich die Gewinnerin auslosen mit euch zusammen und das Geschenk direkt verschicken. Ja, das war's auch schon von meiner Seite. Ich wünsche dir einen angenehmen Wochenstart und bis zum nächsten Mal. Deine Hijab-Flowers.